Herzlich willkommen zu unserer Videoandacht an Fronleichnam. Normalerweise hätten wir heute in feierlichen Prozessionen den Leib Christi singend und betend durch die Straßen unserer Pfarreiengemeinschaft getragen. Wir hätten Kommunion, Communio erfahren, die Gemeinschaft mit Jesus, aber auch die Gemeinschaft untereinander. Diese Gemeinschaft, bedingt durch die allgemeine Situation, sieht heute Morgen etwas anders aus. Und so freuen wir uns, dass wir durch unseren neuen YouTube-Kanal die Möglichkeit gefunden haben, Ihnen auf diese Weise heute Morgen zu begegnen. Wir haben unsere Videoandacht unter das Thema gestellt, Jesus, berühre mich. Jesus hat in seinem Leben die Menschen berührt, nicht nur mit seinen Händen, sondern auch durch seine Worte, durch seinen Blick und durch seine Liebe. Lassen wir uns jetzt von ihm durch Texte und Impulse an den verschiedensten Orten unserer Pfarreiengemeinschaft berühren.
Am Ostertag waren zwei der Jünger Jesu auf dem Weg nach Emmaus. Während sie miteinander über die Ereignisse in Jerusalem redeten, schloss sich ihnen der Auferstandene an, ohne dass sie ihn erkannten. Aus der Schrift zeigte er ihnen auf, dass der Messias leiden und so in seine Herrlichkeit gelangen musste. Lesung aus dem Lukasevangelium. Jesus und die beiden Jünger erreichten das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten: Bleibe bei uns, denn es wird Abend, der Tag hat sich schon geneigt. Da ging er mit ihnen hinein, um bei ihnen zu bleiben. Bei Tisch nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab es ihnen. Da erst gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn und sie sagten zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schriften eröffnete? Wort des lebendigen Gottes. Brannte uns nicht das Herz? Dieser Satz, der die existenzielle Betroffenheit der Jünger bei der Begegnung mit Jesus ausdrückt, berührt mich tief. Die Jünger waren ja völlig verzweifelt über den gewaltsamen Tod Jesu aus Jerusalem weggegangen. Sie hielten es dort einfach nicht mehr aus. Sie sahen keine Perspektive mehr, hatten keine Hoffnung mehr für ihr Leben. Auf ihrem Weg nach Emmaus geht Jesus, zunächst unerkannt, ein Stück mit ihnen. Er interessiert sich für ihren Kummer. Sie können ihm erzählen, was sie bedrückt. Er hört ihnen zu. Er erklärt, was sie nicht verstehen. Abends essen sie zusammen und er bricht das Brot. Daran erkennen sie ihn. Und sie vertrauen ihm, sodass sie noch am selben Abend zurück nach Jerusalem gehen. Dort sagen sie den Jüngern: Jesus war bei uns. Es ist nicht alles aus und vorbei. In dieser Erzählung wird gezeigt, wie Menschen in einer Krisensituation aus der Hoffnungslosigkeit herausfinden, neue Zuversicht gewinnen können. Jesus signalisiert den Jüngern:
Ihr seid nicht allein. Gott ist auf eurer Seite und ich bin bei euch. Die Jünger werden von der Gegenwart Jesu, von seiner Geste des Brotbrechens und von seinen Worten tief berührt. Und sie fassen neuen Mut. Gottvertrauen, dieses schöne alte Wort, meint doch genau dies. Ich vertraue darauf, dass Gott es gut mit mir und mit uns allen meint. Jesus kann uns heute noch berühren. Durch unsere Hände, unseren Mund, unsere Augen kann Jesu Botschaft von dem liebenden Gott in der Welt heute noch wirken, die Herzen sozusagen entflammen. Wie tief berührt es mich doch, in schweren Zeiten jemanden an meiner Seite zu haben, ein Lächeln zu empfangen, ein gutes Wort zu hören. Wie tief berührt es mich, wenn ich sehe, dass Menschen sich für andere einsetzen, ihnen Zeit schenken, ihnen helfen. Wie tief berührt es mich, zu erleben, wie Menschen sich für ihre Ideale und ihren Glauben einsetzen. All dies kann uns doch mit Freude und Dankbarkeit erfüllen und uns Mut machen. Daraus erwächst uns Zuversicht, Kraft und das Gottvertrauen, anderen beizustehen und mit ihnen gemeinsam unseren Weg zu gehen. Jesus, du hast die Emmaus-Jünger auf ihrem Weg begleitet und mit deinen Worten berührt. Wir dürfen sicher sein, du begleitest und berührst uns auf unserem Weg durchs Leben. Zu dir, unserem Wegbegleiter, bringen wir unsere Bitten. Jesus, berühre uns in unseren Ängsten. Hilf uns, darauf zu vertrauen, dass du uns besonders in schwierigen Momenten zur Seite stehst. Berühre mich. Jesus, berühre uns in unserer Einsamkeit. Lass uns nicht vergessen, dass du immer bei uns bist. Berühre mich. Jesus, berühre uns in unserer Verzweiflung. Nimm uns an der Hand und führe uns heraus aus der Dunkelheit ins Licht. Berühre mich. Jesus, berühre unsere Freude,
streichle unsere Seele und umhülle uns sanft mit deiner Liebe. Berühre mich. Jesus, berühre uns in unserer Trauer. Hilf uns, darauf zu vertrauen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Berühre mich. Jesus, du willst, dass wir ein Leben in Fülle haben. Du schenkst uns Hoffnung in unseren Ängsten und Sorgen und Trost im Leid. Dich preisen wir in Ewigkeit. Amen. Guter Gott, wir befinden uns momentan in einer schweren Zeit. Regeln und Verordnungen sind uns auferlegt worden. Abstand halten und Nähe vermeiden ist das oberste Gebot. Das ist schwer und entspricht nicht unserem menschlichen Leben. Wir suchen und brauchen Nähe und Berührung. Auch Jesus war den Menschen nah. Er hat die Menschen berührt mit seiner Nähe, seinen Händen, seinen Worten und seiner Liebe. Wir bitten dich, guter Gott, lass uns berührt sein von dir, von deinem Wort und deiner Liebe. Und schenke uns Ideen, wie wir deine Berührung weitergeben können, durch ein freundliches Wort, eine nette Geste, ein Lächeln. Guter Gott, wir wissen, du hast keine Berührungsangst und bist immer für uns da. Dafür danken wir dir. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Gott segne unsere Wege, die sicheren und die tastenden Schritte, die einsamen und die begleiteten, die großen und die kleinen Schritte. Gehen wir alle mit Gottes Segen, damit wir selber ein Segen sind für andere und diese Welt, wohin uns die Wege auch führen und egal, was die Zeit von uns abverlangt. So segne uns der mächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Liebe Mitchristen, liebe Zuschauer, heute haben wir uns erstmals in diesem neuen Format an Sie gewendet. Wir hoffen, wir konnten Ihnen hiermit einen kleinen Impuls zur von Leichnam geben. Wenn es Ihnen gefallen hat, sagen Sie es weiter. Danke an dieser Stelle an alle,
die vor und vor allem hinter der Kamera dies ermöglicht haben. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Feiertag.